Hey. Sali, herzlich willkommen zurück im Remen in der Abkiste von Wanderlust 1, Folge Nummer 2. Das Wimmelbildspiel. Es ist wieder Wimmelbild Mittwoch und ihr wisst, was das heisst. Wanderlust. Und wir gehen jetzt schauen, was Casey. Casey sind wir. Einfach unsere Schwester, die Elsa heisst sie. Was die da oben vorhat, weil Begrüßung ist ja alles andere als nicht gewesen. Let's roll. Ich habe wieder Schritte mit dir, aber es ist ein bisschen doof. Einer mit der Waffe. I told you to stay away. Du hast den genommen. Ich habe gesagt, du sollst wegbleiben. Nee. I just want to help you with... What's that? No! Nein. Steht da. Nein. Elsa! Elsie. Das ist Elsie. Cassie. Seid ihr für uns. What in the world was that? Was in aller Welt war das? Called me crazy, but I think we should get inside. So behämmert. Also ich meine, jetzt sind irgendwie Leute einfach so aus dem Typ verschwunden. Sie haben mich mit der Kabine. Neue Aufgabe. Finde Elsie. Ich nenne sie nur noch Elsie, wenn euch das recht ist. Da nehmen wir zuerst mal. Gibt es eine Verbindung zwischen dem schwarzen Rauch und dem Boomerangs? Aber ganz klar. Das ist recht staubig, aber ich glaube, ich kann etwas darunter erkennen. Gut, das. Ist ja klar, dass das dann am ist. Das ist gut, dass das leuchtet. Mein Glyphenhandbuch sollte dieses Symbol enthalten. Okay, Rauch. Die Schlange Asche im Maul. Was? Ah, das ist eine Schlange. Jetzt gesehen ist. Die Bedeutung des Symbols ist Rauch. Ja, dann. Kein Signal Fackel. Okay. Wie fühle ich das Maul dieser Schlange mit Rauch? Signal Fackel. Also sorry, noch mehr Signal Fackel kannst du voll. Also. Noch mehr. Okay, was haben wir da? Eine Lampe. Und ein Schlüssel drunter. Und das ist leicht entzündlich. Sehr gut. Und da haben wir. Hier ist Reis, falls ich welchen brauche. Wir müssen sicher irgendetwas trocken machen. Ganz sicher. Und Signalfackel rein. Das wird nicht funktionieren. Okay, hey, Francisco, rauchst du? Sieht aus wie ein Rätsel. Aber ich kenne die Regel dafür doch nicht. Jawohl, aber wir haben einen goldenen Reisszahn. Ich meine, das ist ja ganz klar. Ein Blatt Papes. Und das wissen wir ja schon, für was wir das brauchen werden. Kommen wir wieder. Ich will eigentlich retour, genau. Weil, sonst vergesse ich auch so Sachen wieder. Und ich will eigentlich so Sachen nicht wieder vergessen. So. Sind das... Dies könnte eine Art alte Bedienungsanleitung für das Brückensystem sein. Was natürlich auch hammerharte Harry ist, ist, dass wir jetzt nicht wieder mit drüber balancieren. Das haben wir, das machst du eigentlich nur beim ersten Mal. Nachher machst du das aus dem Öff. Oder? Das ist völlig klar. Minispiel-Info. Ich schaffe es schon selber. Ich schaffe es überhaupt nicht selber. G-Unit ist jetzt oben. Ich muss schneller sein. Die Kugeln tauchen wieder auf. Hä? Ja, kann man es in die andere Richtung drehen? Mischt. Mist, was ist das da? Das ist zum Glück gerade das. Dann kommt wieder das Gü. Dann kommt noch das da. Yeah! Ja, genau! Oh, come on! Das ist ja ganz klar, da fehlt Zahn. Ja, nein, das sehe ich da. Wir haben ein bisschen Bäschchen da. Mit dem Bierchen draufhauen.
Das Foto vom Vater. Ah nein, da oben hat es so. Jawohl. Das erste hat Rauch geheißen. Das bedeutet Gleichgewicht. Dieses Symbol bedeutet Gleichgewicht. Da lag Sand auf der Zunge. Vielleicht. Das ist weg. Können wir das wegbüschen oder da? Was das Gleichgewicht bedeutet. Ich will die Signalfackel jetzt einfach anziehen. Das ergibt doch Sinn. Haben wir da. Reis brauchen wir nicht, ja? Francisco versucht das Portal zu öffnen. Ja, das wird er nicht herkriegen, ist ja klar. Was haben wir denn da noch? Oh. Ein Becher. Ein Keramikbecher. Einige Spitzen fehlen. Ohne sie wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Eine haben wir schon mal gefunden. Ich habe ein bisschen Angst, dass. Ich würde lieber das erste Wimmelbildspiel jetzt mal haben. Gern. Leitungssymbol ist Rauch. Notlicht wird da nicht funktionieren. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wenn du die Fackel hier unten herhebst, dann geht es ab wie Pressluft im Fall. Haben wir da sonst noch irgendwo. Dieses Licht, die Systeme sind miteinander verbunden. Was für eine Technologie, jawohl, das ist aber wirklich krass. Jawohl. Oh no shit, da ist auch noch irgendetwas. Hauen wir einfach mal nicht. Schlagfeuerzeug, du hast eine Signalfackel. Come on. Okay, anzünden. Anzünden. Hat schon mal jemand vorher so viel gemacht? Ich nämlich noch nie. Bin gespannt, ob ich das, wenn ich jemals so im Urwald von der Schweiz, so ich mal so Alohalle ausgesetzt wird, ob ich das überhaupt herbringen will. So, würde es machen. Nein, ich habe verpasst, was wir bekommen haben. Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Ein Hinweis. Etwas hat Elsa in die Pyramide gezogen. Ich muss sie finden. Sind ja so, aber. Da können wir schon mal wieder einen hermontieren. Das nützt aber noch nichts. Was ist da gewesen? Balance. Ah. Könntest du die Reis mitnehmen? Ah, müssen wir da Reis inhalieren? Ah. Ist ja klar. Aber das war nicht so schlecht, oder? Ist gut gewesen. Merci. Da ist zu viel Reis drauf. Was für ein Klott. Jetzt können wir rausnehmen. Zack, bang. Und wieder einen her. Jetzt fehlt noch einer. Wo fehlt denn der noch? Er versucht das Portal zu öffnen. Da. Haben wir da noch irgendwo einen? Haben wir da noch irgendwo? Ah, der Schlüssel, natürlich. Der Schlüssel. Das nächste Mal müssen wir den Dieter mitnehmen. Dann gleich das für den Ringen. Da haben wir sicher auch noch mal so einen Zahn. Ein Swimmerbild! Okay. Also, Kamerablende. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ja, die Figur und Schal. Ja, die Figur könnte das da sein. Okay, wir haben irgendetwas anderes gefunden. Ui. Dann Traumfängerkarte, schriftgelehrten Figürchen. Ja, das ist ja klar. Traumfänger. Ui. Karte. Schriftgelehrten Figürchen. Ist das gewesen? Ja, okay. Ist das Fossil, das haben wir da.
Maya-Spielzeug. Das war nicht das. Okay. Brille haben wir da. Die Brille spielt auch bei uns mit. Pfeife. Das ist die. Ich habe eine andere gedacht, sondern mehr Schiedsrichter. Maya-Spielzeug. Wie sieht das Maya-Spielzeug aus? Ist das das? Nein. Holzmaske. Das ist die da. So Dinge finde ich einfach geil. Meierspielzeug, Schal. Das ist sicher der Schal. Zeig, die haben da mega Unordnung da drin. Das ist eine Katastrophe. Kamerablende, das ist nicht das. Das ist eine Kamerablende, auch nicht das. Meierspielzeug, könnte das Spielzeug sein? Yes. So, und jetzt brauchen wir eine Kamerablende. Wissen die, was eine Kamerablende ist? Nein. Wieso? Wieso? Ich liebe Wimmelbildspiel. Ich liebe so Sachen und dann suche. Das finde ich eigentlich wirklich, wirklich geil. Aber wieso sollten unsere Kollegen von vorher das im Fotoapparat hinein verstecken? Ich meine, das ist schon so etwas von behämmert. Und es hat nicht mal Schnitt dran. Also, wie haben sie das dort hinein da? Es hat da. Ich meine, das ist einfach wirklich. Das war Wahnsinn! I'll do it for the pizza. Yes, my Gunnison. Wir nehmen das mit. Goldener Reisszahn. Und mit dem gehen wir da her. Zack. Zack. Zack, kann ich sein. So. Okay, goldener Reisszahn. Minispielinfo. Ich nehme an, ich soll die Klappen mit den X-Symbolen loswerden. Minispiel-Info. Drücke die Knöpfe A, um alle mit einem X gekennzeichneten Klappen B abzusenken. Die Klappen beeinflussen sich gegenseitig. Ah, okay. Nein. Ja, aber das... Vielleicht eigentlich. Okay, also der ganz links tut nur die zwei. Der ganz links tut die zwei. Der in der Mitte, der da, wird aber auch durch. So, eigentlich, oder? No! I activated something. Cassie, help! Cassie, Hilfe! Francisco! I've got you, Francisco! Try to get a foothold on the wall! Versuchen Sie, an der Wand Fuß zu fassen. Be careful! The tremors are getting stronger! I don't want you to... Oh, mir kann ich bei dir, aber... Francisco, where are you? What the? Der Gunni ist jetzt gleich im Weg gewesen. Wir sind durch irgendwie die Pyramide durchgefallen und sind an einem anderen Ort rausgekommen. Da sind wir rausgefallen. Wow, hey. I'm just chilling. zum Ufer schwimmen. Ja, ich denke, bleibt uns nicht viel anderes übrig. Oh, was ist auch das? Da hat es diverse Pyramiden. Was ist da oben los? Jetzt das Team könnte Dreamkarten stecken. Ich sollte nachsehen. Ja, es könnte auch wirklich, es könnte auch einfach irgendjemand sein. So ein Teil haben wir. Aga, jawohl. Pyramidensymbol, das brauchen wir wahrscheinlich nicht bei dir mal. Die Tasten werden nicht funktionieren, bis ich die feinen Zahnräder gefunden habe. Oh, come on! Zahnrädchen müssen wir haben. Etwas Knochen. Sehr gut, falls ein Hund kommt. Bisch weg. Die kann sie natürlich nicht einfach so. Franciscos Hemd. Also muss er hier irgendwo sein.
Ich vergesse immer ja, dass man so ein Schneidewerkzeug haben. Tschaka! Pengi! Minispiel einfach. Ohne die Symbole unten so zu, dass sie die Kreise oben aktivieren. Tippe auf zwei Symbole, um einen Kreis zu bilden. Das und das. Mhm. Das und das. Mhm. So wie ein kleines B und das. Dann das so das Teil da und das da und dann das da und das da. Yeah! Jetzt können wir das Zahnrädchen mitnehmen, das ist schon ganz klar. Ui, da ist wieder etwas aufgegangen. Das Gäste können wir zum Glück von Hand wegnehmen. Ohne dass wir immer ins Bier auspacken, das ist schon gut. Das ist eine sehr prägnante Aussparung. Ob das ein Schlossmechanismus ist? Wer weiß. Bestimmt kann ich ja aus einem improvisierten Enterhaken basteln. Warum geschieht es mit dem? Und dann schnüren. Und ich weiß zwar noch nicht, für was das man braucht, aber einen Enterhaken kann man immer brauchen. Das wird nicht funktionieren. Ah. What the heck? Was läuft mit euch falsch? Kollege? Schläft's? Das ist das, hä? Ja, okay, da rechts haben wir nichts. Da ist immer noch irgendetwas, aber da haben wir. Ah, doch, da haben wir irgendwie etwas. Ui. Oh nein, ich habe noch Angst. Ich habe noch Angst. Okay, das muss jetzt wahrscheinlich da rauf. Das heisst, es muss zu dem als letztes. Also wir müssen da. Der da stimmt schon. Nein, der stimmt nicht. Wir müssen wahrscheinlich so zurück. Und dann haben wir einen Kreis. Yay! Das stimmt nicht. He? Da, so oben. Dann da über. Da rüber und dann so. Sehr geil. Nächstes Zahnrad. Also, Minispiele sind bis jetzt noch nicht so mega schlimm. Da haben sogar mehr schon anders gesehen. Andere Let's Player noch viel, viel gröbers, aber sogar mehr ein Symbol für die Karte. Ein Symbol für die Karte. Ein Symbol für die Karte. Ja, pack das Ding weg. Ah, wieder, ja, okay. Zum Glück haben wir so das Buch. Gefährlicher Ort. Auf dieser Karte sind die zu vermeiden Orte schwarz eingezeichnet. Neuer Hinweis. Zu vermeidende Orte. Einige Orte auf der Karte sind als gefährliche Orte gekennzeichnet. Und wie genau? What the heck, ja, ja. Okay. Gefährliche Orte, da sind wir zuhause. Das ist unser Ding. Was haben wir da? Dieses Symbol bedeutet Tor. Also ist das Schwert eigentlich ein Tor. Hua. Es ist zu dunkel, um zu sehen, was drin ist. Signalfackeline. Nein, Notlicht. Yeah, da liegt noch ein. Uff. Uff. Ich komme nicht an das Zahnrad ran und ich passe nicht durch die Öffnung. Ah, dann schmeißen wir doch den. Nein! Ich muss genauer arbeiten. Das passt jetzt aber. Yeah! Ein Wurf. So läuft das Ding. Nimm doch das andere Teil gerade wieder mit. Nehmen wir das mit rein. Hier fehlt ein kleines Zahnrad. Oh oh. Nein! Könnt ihr mal, wenn die Speere da oben sind? Okay. Könnt ihr mal einfach irgendwann? Yeah! Ja, da geht's. Das habe ich dafür. Ah, das ist falsch. Komm nochmal. Ah, ist wieder falsch. Komm nochmal.
Nein, zu spät. Es braucht eben schon noch recht lang, bis es eigentlich losfährt. Ja, aber jetzt bin ich auch wirklich ultra blöd, dass es bald rüberkommt. Nein, ich kann gehen. Ja, perfekt. Das Feuer geht da vorne. Yes, sir! Hat das jetzt irgendetwas gebraucht? Wir sind eigentlich alle anderen schon dort aufgekommen. Ein uralter Mechanismus. Yeah! Zu vermeidende Orte. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, welche Orte man vermeiden soll und welche nicht. Ich danke euch fürs dabei sein bei Wanderlust, einem Wimmelbildspiel, wo wir vermeidende Orte nachher müssen irgendwie da aufgrund von... Wo man aufgrund von dem Dings da... Nein, wir haben doch so Tipps irgendwie. Wir haben doch so vermeidende... Kommen wir nicht raus. Ist das gerade das... Ist das gerade irgendwie ein Spiel oder so? Ich drücke einfach in Sachen nach, ich weiß gar nicht. Wie hat sie den Baum dort weggenommen? Wie hat sie den Baum dort weggenommen? Wie zum Geier? Wie nimmt sie die Gebüsche weg? Willst du mich verarschen? Die Gebüsche sind... Du kannst die Gebüsche nicht einfach wegnehmen. Sind nicht einfach Gebüsche weg? Wie willst du einfach Gebüsche wegnehmen? So, da, jetzt tun wir mal hopp und der Baum ist einfach weg. Oh, come on. Tasche des Forschers. Oh nein, ich höre Elsa schreien. Also wenn sie so schreit, haben wir eh ein anderes Problem. Hey, ich danke euch fürs dabei sein in dieser Folge. Wäre cool, wenn man sich in der nächsten Folge wieder sieht. Bei Wanderlust, vielleicht wird es noch lustiger, vielleicht wird es dann noch völlig abgespaceter. Wir werden es sehen. Danke fürs dabei sein. Wäre cool, wenn man sich in der nächsten Folge wieder sieht. Bis dahin, bleibt super, macht Scheiße. Ciao zusammen.